Moin Moin, Servus und guten Tag, heute bei SWAP Social World Encounters Politics. In unserer ersten Folge werden wir uns mit der Wahl befassen, die nun wirklich nicht mehr weit entfernt steht. Aber mal ganz ehrlich, was wird eigentlich gewählt? Wir haben nachgefragt. Wir stehen jetzt hier in der Innenstadt und wir fragen jetzt ein paar junge Leute, was sie so zur Bundestagswahl denken und wen sie vielleicht wählen würden und was so ihr Grundwissen dazu ist. Könnt ihr mir sagen, was am nächsten Sonntag gewählt wird? Oh, scheiße. Ja, können wir. Ja, komm, das wird gewählt. Was für eine Wahl ist das? Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl? Ich habe keine Ahnung. Weißt du nicht? Gar nicht so einfach, gell? Ja, nicht so. Bundestag, ja, richtig. Die Bundestagswahl. Genau, also der Deutsche Bundestag wird gewählt. Okay, passt. Was wünscht ihr denn euch zum mehr Vertreten in den nächsten 4 Jahren für Jugendliche? Also was findet ihr kam zu kurz in der letzten Amtsperiode? Richtig. Wisst ihr auch, was man mit der Erststimme wählt und mit der Zweitstimme? Es gibt ja. Mit der Erststimme wählt man direkt Kandidaten, mit der Zweiten die Partei. Okay, sehr gut. Weiß ich jetzt auch nicht. Habt ihr keine Ideen, was euch so bewegt, was ihr gerne besser vertreten haben möchtet? Ja, also verschiedene Parteien möchten wir besser. Ja, wen wählt man mit der ersten Stimme? Mit der ersten Stimme wählt man Partei für den Bundestag, meiner Sicht nach. Und mit der zweiten den Wahlkreis. Was wünschst du dir irgendwie mehr vertreten für die nächsten 4 Jahre? Für jüngere Menschen? Inhaltlich, ja, genau. Ich finde das Thema so mit Arbeit für uns Jüngere könnte ein bisschen mehr auf den Tisch kommen. Also, dass jüngere Menschen mehr arbeiten können und auch mehr dafür bekommen? Genau. Okay, verstehe. Jetzt um Politik und zwar um die Also ich habe wahrscheinlich fast schon erraten. Was wird am nächsten Sonntag gewählt? Bundestagswahlen. Okay, genau. Weißt du, was man mit der ersten und Zweitstimme macht? Was für was ist? Ja, die erste ist für einen Vertreter und die zweite mit der Partei. Genau, richtig. Was wünschst du dir irgendwie in den nächsten 4 Jahren für Jugendliche oder junge Erwachsene besser vertreten in ganz Deutschland und besser ausgebaut vielleicht? Ja, die Busverbindung zu Schulen hin, dass man da mehr Flexibilität hat, wenn man irgendwo hinfahren möchte. Okay, was sagst du zum Glasfaserausbau in Deutschland? Ich meine, wir haben ein nicht besonders gutes Netz momentan. Stört dich das irgendwie oder bist du davon nicht betroffen? Doch, wir sind davon auch gerade betroffen. Wir kommen aus Ostbevern, da wird gerade von der deutschen Glasfaser verlegt. Passiert aber nichts seit 3 Monaten oder so und das soll sich auf jeden Fall verbessern, weil Internet ist ja auch zurzeit sehr wichtig. Ja, okay. Ich habe jetzt einiges gesehen in der Innenstadt. Vor allem bei den jüngeren Leuten und den jungen Studenten, die wir dort interviewt haben. Aber bei mir ist nicht so wirklich das Gefühl aufgekommen, dass sie wirklich wissen, wer eigentlich alles zur Wahl steht am nächsten Sonntag. Ich meine, die ganzen Parteien, man kennt sie vom Namen. Die CDU mit der Mutti, Angie oder die Kanzlerin. Aber man kennt sie unter dem Namen Mutti und ich kenne auch nur Mutti. Ich habe in meinem Leben niemand anderen kennengelernt als Mutti. Das ist so wie die Queen. Ich kenne auch nur die Queen Elizabeth II. Also Mutti ist dabei. Dann haben wir noch die ganzen Parteien wie AfD, die rechts- bzw. sehr konservative Partei, die Linke, die Grüne, neuerdings auch wieder die FDP mit dem Lindner, dem Schwarz-Weiß, sehr fesch, und die Grüne Partei. Und was die eigentlich alles so wollen, wofür die stehen, das habe ich mir mal angeschaut, und zwar im Schiller-Gymnasium in Münster, zu einer Podiumsdiskussion. Und dort gehe ich jetzt hin. Zusammengekommen sind noch. Boah, das geht jetzt 1,5 Stunden so und so spannend Politik auch sein mag, 1,5 Stunden lang, das möchte ich euch nicht antun und deswegen erzählen wir euch nur das Wichtigste von den einzelnen Parteien und lassen das Ganze langweilig einfach mal raus. Mein Name ist Dietrich, ich bin der Vorsitzende der Jungunion Münster. Fangen wir an mit der Christlich-Demokratischen Union, das ist Angies Gefolge und dem sich einzig wirklich abhebenden Thema, die internationale Politik.
Das Verhältnis zu den USA möchte die CDU neu gestalten. Im Nahostkonflikt drängt die CDU auf eine Zwei-Staaten-Lösung, da wir in Israel eine besonders hohe Verantwortung tragen aufgrund der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Konstantin, ich bin Vorsitzender der Jusos Münster. Die andere CDU, SPD, sieht es im Thema Zuwanderung, dass abgelehnte Flüchtlinge direkt abgeschoben werden müssen, anders als die Alternative für Deutschland. Allerdings möchten sie nicht, dass Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben werden, da dies von vielen Politikern als ein instabiles Land bezeichnet wird. Zur inneren Sicherheit möchte die SPD ähnlich wie die CDU Videoüberwachung an Bahnhöfen. Mein Name ist Friederike Rademacher, ich bin Pressesprecherin der Jungen Liberalen Münster. Die FDP, das sind die Liberalen, die möchten das Steuersystem einfacher machen. Sie möchten wie keine andere Partei den Steuerzahler so groß entlasten, und zwar um 30 Milliarden Euro. Und des Weiteren möchte sie keine anderen Steuern anhäufen. Ja, moin, ich bin Albert vom Kaktus und die Jugend Münster, das ist die Jugendorganisation der Grünen. Bündnis 90 Die Grünen, die stehen für Klimaschutz und Umweltpolitik. Sie möchten ein sofortiges Abschalten der 20 dreckigsten Kohlekraftwerke in Deutschland. Außerdem möchten sie einen kompletten Ausstieg aus dem Braunkohleabbau bis 2030. Ebenso soll der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien kommen. Das sind Solaranlagen und Windräder. Mein Name ist Christopher Polisch, ich bin vom Kreisverband Münster, der Partei Die Linke. Die Linke möchte die reichen Menschen zur Kasse bitten. Alle, die über 1 Million Euro im Jahr verdienen, müssen 75% Steuern abgeben. Im Gegensatz dazu möchte die Linke den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Außerdem sollen untere und mittlere Einkommen entlastet werden. Mein Name ist Alexander Leschig, ich bin Bezirkssprecher der Alternative. Die Alternative für Deutschland möchte in puncto Klimapolitik alles rückgängig machen, sowie auch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Im Thema Zuwanderung möchten sie Flüchtlinge, die kriminell sind, direkt ausweisen, sowie spezielle Haftanstalten außerhalb Deutschlands errichten. Zur inneren Sicherheit möchte die Alternative für Deutschland die Bundespolizei stärken, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken und die Wehrpflicht wieder einführen. Yo, das war's von Schwepp für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.